Rund 4,80 Euro dürfte ich pro Tag fürs Essen ausgeben, wenn ich den vollen Anspruch auf Hartz IV hätte. Das ist zumindest der offizielle Verrechnungssatz. Aber wie weit kommt man eigentlich damit? Das will ich jetzt mal testen. Ich kaufe gleich für 3 Tage ein, denn Grundnahrungsmittel wie Butter kauft man ja nicht jeden Tag. Hab also knapp 15 Euro zur Verfügung. Also, das wäre jetzt mein Frühstück, das mein Mittagessen und das mein Abendessen für 3 Tage. So schlecht sieht es doch gar nicht aus, oder? Aber wenn Sie wüssten, an wie vielen Dingen ich vorbeigelaufen bin, auf die ich Lust gehabt hätte. Aber die waren im Budget halt einfach nicht drin. Mal sehen, was die Familie Maisureihe zu meinem Einkaufskorb sagt. Die alleinerziehende Mutter hat 2 Kinder. Das habe ich heute Morgen gekauft. Nach dem Hartz-IV-Satz muss das für mich für 3 Tage reichen. Wie lange würde Ihnen das reichen? Ja, 1 Woche. Ja. Was geben Sie denn pro Woche aus? Wie hoch ist Ihr Budget? 70 Euro. Also aber nicht nur für Lebensmittel, sondern allgemein für Klopapier, Duschgel. Reicht das? Nein, definitiv. Ja. Mhm. Das reicht definitiv nicht. Jens Spahn sagt, der künftige Gesundheitsminister, in Deutschland muss niemand hungern. Ja, er muss definitiv nicht hungern. Mhm. Er sollte mal versuchen, echt von dem Satz, was wir haben, zu leben. Mhm. Halbes Jahr täte ihm wahrscheinlich reichen, um zu sagen, nee, davon kann man definitiv nicht leben. Mhm. Was ist denn das Schlimmste an der Situation, wenn man Hartz IV bekommt? Dass man da nicht rauskommt. Haben Sie das Gefühl, das ist eine Sackgasse? Ja. Das ist Armut per Gesetz. Jetzt geht nichts mehr. Die Kinder brauchen, glaube ich, eine Pause. Laurenz zeigt uns ihre Wohnung, die sie so gerne renovieren würden. Ah ja, okay. Aber das ist nicht drin. So etwas wie Urlaub geht natürlich auch nicht. Gibt es denn Dinge, die du gern hättest, aber wo deine Mama sagt, du, Laurenz, es geht einfach nicht, wir können es uns nicht leisten? Oft. Oft? Lachen dann die anderen über dich? Nein, sie sagen, weil die meisten aus meiner Klasse sind ja auch in Hartz IV und die können das auch richtig verstehen. Erinnerst du dich an Zeiten, wo es euch besser ging? Früher war es nur schlechter und Taschengeld gab es früher nicht. Mittlerweile bekomme ich ja 75 Cent Taschengeld. Aber unterm Strich leidet Laurenz und das bringt er auch deutlich zum Ausdruck. Aber wenn ich so sagen kann, ist es scheiße, in Hartz IV zu sein. Dörte Maisureihe sagt, sie fühlt sich oft als Mensch zweiter Klasse. Sie hat furchtbare Angst, mit ihren 2 Kindern plötzlich auf der Straße zu stehen. Das Jobcenter erwarte von ihr Dinge, die für sie als Alleinerziehende einfach nicht realisierbar seien. Ich bin einfach unflexibel. Es ist halt auch Spätschicht, die bis 22 Uhr geht oder Nachtschicht. Und dann weiß sie halt einfach nicht, was sie mit den Kindern machen soll. Sie glauben ja gar nicht, wie schwer es war, jemanden zu finden, der über seine Situation redet. Die Scham ist einfach zu groß. Einer hat mir am Telefon gesagt, ach wissen Sie, ich lüge einfach immer. Ich sage einfach, ich bin Freiberufler, dann kriegt mein Umfeld gar nicht mit, dass ich von Hartz IV lebe. Denn sonst bin ich ja ganz schnell der Faule, der das System aussaugt. Auch die Frau, die ich jetzt treffe, hat Angst um ihre Kinder, Angst, dass sie gemobbt werden oder Nachteile haben, wenn andere erfahren, dass sie von Hartz IV leben. Deswegen treffe ich Frau Boy im Sozialkaufhaus der Caritas. Dort arbeitet sie für ein zusätzliches Taschengeld. Sie sagt, der Hartz-IV-Satz reicht gerade so. Aber auch sie betont, mit Kindern sei es schon sehr knapp. Spare ich wirklich an mir vor allen Dingen. Also ich gehe weder zum Friseur, ich schneide meine Haare selber. Nichts. Ja, danke. Nee, ist so. Also man wird so ein Allround-Talent. Man braucht keinen Mechaniker zu Hause, es darf nichts kaputt gehen. Man macht eigentlich alles selber. Sie haben jetzt auch Kinder. Ja. Leiden die unter der Situation? Ja. Woran merken Sie das? Also A, weil ich hier zum Beispiel arbeite. Ich habe hier auch einen 1-Euro-Job zuerst gemacht, das erste Jahr. Da hieß es dann immer, ja, du arbeitest, die anderen sagen, du arbeitest im 1-Euro-Job im Hartz-IV-Laden. Das heißt, ihre Kinder werden gemobbt auch ja, deswegen? Ja, teilweise bekommen die das schon ab. Oh. Mhm. Ja. Dann, ich nehme für meine Kinder auch Kleidung mit von hier. Der Vorteil ist, wir kriegen hier oft auch Markensachen. Das heißt, meine Kinder können dann relativ gut mithalten.
Silke Boy hat eine positive Grundhaltung. Sie ist niemand, der ständig klagt. Sie sagt, man ist doch selbst verantwortlich, darf sich nicht gehen lassen. Aber auch hier macht die Geldnot vieles schwerer. Mal kurz schicke Kleidung fürs Vorstellungsgespräch kaufen geht nicht. Man bekommt ja manches ersetzt, sagt sie, aber man wird zum Bittsteller, denn der bürokratische Aufwand ist riesig. Kratzt das alles an der Würde? Ja. Ja, man fühlt sich wertlos in der Gesellschaft. Ich kann nicht sparen, ich habe keine Rücklagen, ich habe teilweise manche Versicherungen nicht, die für mich vielleicht auch wichtig wären fürs Alter, weil ich sie mir einfach nicht leisten kann. Mhm. Also ich habe keine private Altersrente oder sowas. Das heißt, Sie rechnen eigentlich damit, dass Sie im Alter arm sind? Wenn ich jetzt nicht die Kurve kriege mit meiner Arbeitsstelle und noch selber aufstocke, weiß ich nicht, ob ich in 30 Jahren wieder... Nicht mal 30 Jahre, ob ich da nicht mal nicht wieder irgendwo sitze. Ihre neue Arbeitsstelle? Für Silke Boy ist das der erste Schritt in ein neues Leben. Im April fängt sie als Altenpflegehelferin an. Was ist denn das Erste, das Sie sich leisten, wenn Sie das erste Gehalt auf dem Konto haben? Ich gehe richtig einkaufen. Und was liegt dann in Ihrem Einkaufskorb? Milchschnitte für meine Kinder. Ist teuer. Ja, dann mal richtig Obst und Gemüse, aber richtig. Also nicht nur das, was gerade so ein Angebot ist. Und Schokolade. Für Sie selbst? Ja, für mich selbst Schokolade. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sagt Jens Spahn. Nach dem, was ich heute erlebt habe, sehe ich das ganz anders. Mangel, Scham, Existenzängste. Ist das keine Armut?